Sehr verehrte Damen und Herren, ich muss gestehen, das Thema, Augenblick mal, nee, tut noch nicht, es wird noch gestartet. Ja, jetzt, das Thema hat Hendrik sich ausgedacht. Ich hatte eigentlich gesagt, von der Relativität zur Objektivität, aber das ist im Grunde genommen etwas Ähnliches. Sie werden gleich sehen, dass wir das Gleiche meinen. Wir beginnen sozusagen erstmal bei dem Stand, wo wir heute stehen. Den haben wir nämlich dargestellt auf dem Maimarkt. Der ist vor 10 Tagen zu Ende gegangen und dort hatten wir auch entsprechend über eine Woche Zeit, diese Technik mal zu zeigen, nämlich Skalarwellentechnik im praktischen Einsatz. Auch dem Ministerpräsidenten konnte ich das, soweit es bei einem Politiker möglich ist, erklären, wie das funktioniert. Und auch der Forschungsminister erhält sich etwas im Hintergrund. Man sieht ihn ja links, da steht er im Hintergrund, hinter der Antenne von dem Boot, das da rumfuhr. Das haben Sie sicherlich schon mal irgendwo gesehen. Wir haben also dort Skalarwellentechnik gezeigt. Das Maximum waren 400 Watt über 300 Meter. Und dabei hat diese Anlage überhaupt keinen Elektrosmog produziert, also im EMV-Labor nachgemessen. Das ist sozusagen Stand der Technik. Mittlerweile ist die Skalarwellentechnik eben auch beim Volk angekommen, kann man sagen, und vielleicht auch bei den Politikern mal sehen, denn schließlich geht es ja hier um eine Schlüsseltechnologie bei der drahtlosen Energieübertragung und da sind wir, da bin ich mit meinem Transferzentrum sicherlich an vorderster Front, was mich freut. Die ganzen Vorträge sind aufgenommen worden von AV Recording und die nehmen ja auch heute wieder die Vorträge auf. Und die können Sie draußen sich alle anschauen. Insgesamt circa 40 DVDs. Das heißt also auch der keine Gelegenheit hatte, dort vorbeizuschauen, hat noch die Möglichkeit, sich das im Nachhinein anzuschauen. Ja, wo soll denn die Reise hingehen? Das ist eigentlich die Frage. Und da gibt es immer wieder solche Meldungen, wie hier 2003, die Zeit erklärt, also verkehrt herum geknickte Wellen. Sie wissen, dass normalerweise auf der linken Seite dargestellt ein Strohhalm, den ich in Wasserglas reinhalte, optisch gesehen eben in Richtung des dichteren Mediums abknickt, so sollte es sein, weil eben die Lichtgeschwindigkeit im Wasser kleiner ist als in der Luft. Also, jetzt hat man aber Medien beobachtet, wo das genau andersrum knickt und dann hat sich die wissenschaftliche Welt natürlich aufgeregt und hat nach Erklärungsmodellen gesucht und dann haben die verschiedenen Zeitungen, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, erklärt, dass sich Mikrowellen anders verhalten können, als sie Schulphysik lehrt und man spricht von Grundlagen für eine neue Optik. Science hat berichtet, heftiger Streit in der Fachwelt wurde ausgelöst, Einwände der Kritiker sind entkräftet, schneller als das Licht, ein Verstoß gegen fundamentale Prinzipien, berichtet Physical Review Letters und schließlich auch das Nahfeld wird verstärkt. Hier wird etwas in die Physik etwas tiefer eingegangen und die sonst für elektromagnetische Wellen gültige Auflösungsgrenze wird überwunden. Genau das haben wir im Grunde genommen bei den Modellen in Mannheim am Maimarkt demonstriert. Nämlich, dass wir in der Lage sind, das Nahfeld einer Antenne aufzuweiten, das normalerweise bei der RFID-Technik, kennen wir das nur wenige Zentimeter beträgt, dass wir das also auf viele Meter, hunderte von Metern ausweiten können. Und das heißt also, wie man sieht, bewegen wir uns da genau an dieser Grenze und das nicht nur irgendwie, sondern eben mit Experimenten, die, wie hier gesehen, auch an verschiedenen großen Universitäten und von der Naval Research Laboratory und auch beim MIT bereits nachvollzogen wurden. Deshalb hat dann auch die Lokalpresse über meine Theorie gesprochen und hat gesagt, Professor Mall sieht seine Theorie durch neueste Berichte bestätigt. Ich möchte eigentlich hier Ihnen jetzt erklären, was denn meine Theorie eigentlich ausmacht. Wieso ich eigentlich hier diese Dinge erklären kann, die die heutige Lehrbuchphysik so nicht erklären kann. Und damit sind wir genau an der Spitze sozusagen der Forschung angekommen. Und da fange ich eigentlich mal mit dem Modell für ein Elektron an.
Das Elektronenmodell ist in meiner Vorstellung ein Wirbelmodell, weil ich bin ja ein Feldphysiker. Und das heißt, wir haben es hier mit einem Wirbel zu tun. Hier links das Positron als positiv geladenes Teilchen ist gerade umgekehrt. Das heißt also, wir haben einen solchen Kugelwirbel oder bekommen einen solchen Kugelwirbel dadurch, dass wir im Inneren einen expandierenden Wirbel und außen einen kontrahierenden Wirbel haben. Die Pfeilrichtung des elektrischen Feldes zeigt das an. Und wenn ich diese Pfeilrichtung hier umdrehe, hier ist es im Inneren, hier ist er außen. Das heißt also, dieser Elementarwirbel, sagen wir mal, oder dieses Elementarteilchen, das steckt beim Positron innen drin, und das, was hier außen ist, Antiteilchen, steckt im Elektron innen drin. Das ist meine Feldvorstellung. So stelle ich das Elektron vor und so berechne ich es auch. Und was dabei rauskommt, ist eben, dass der Zustand im Zentrum, der Wirbelzustand im Zentrum, identisch ist mit dem im Unendlichen. Und das können wir als Nullpunkt festlegen. Wenn wir das aber als Nullpunkt festlegen, dann werden wir am Rand eben eine negative Ladung bekommen, die wir dann auch nachweisen können. Wenn man das Teilchen zerlegt, dann hat man natürlich keine Energie mehr. Tesla hat das beschrieben, er hat gesagt, ich habe Millionen und Milliarden von Teilchen zerlegt, ohne Energie zu sehen. Also E gleich mc Quadrat gilt da nicht mehr. Und das ist auch im Experimentellen heute nachgewiesen, dass E gleich mc Quadrat tatsächlich nur so lange gilt, wie Elementarteilchen nicht zerlegt werden. Und das liegt einfach daran, wenn ich diese beiden Wirbel, diese gegengesetzten Wirbel zusammen als Summe nehme, dann ist das Null. Ja, das heißt also, was ist Energie? Energie ist eigentlich der Zustand sozusagen dieses Wirbels. Also solange ich Elementarteilchen habe und damit einen Teil im Inneren, diese Antimaterie im Inneren einbinde, bleibt die Materie übrig und die macht den energetischen Zustand des Raumes aus. Also auch bei Atomkraftwerken wird ja kein Teilchen zerstört. Da werden ja nur Kerne geteilt. Die Zahl der Elementarteilchen bleibt ja gleich. Es ist nur eben, wie gesagt, der energetische Zustand, der äußere, dadurch etwas verändert. Das lässt sich aber berechnen. Ich nehme hier eben an bei meinem Modell, dass es sich hier um eine aufgerollte elektromagnetische Welle handelt, die mit Lichtgeschwindigkeit läuft. Das bedeutet aber, der Umfang, der ja 2 Pi mal R ist bei so einem Kreis, bedeutet, dass der Radius in Metern gemessen proportional ist zur Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde gemessen. Und das ist abhängig wiederum vom Feld, denn wir haben ja gesehen, wenn ich eine starke Feldlinse habe zum Beispiel, wird das Licht langsamer und damit haben wir einen Zusammenhang mit dem Feld gegeben. So, das hat Konsequenzen. Wenn nämlich das Feld den Radius oder das Meter bestimmt, das leite ich her in meinen Büchern, das will ich jetzt hier nicht tun, das dauert sonst zu lang. Und wenn, wie eben bei diesem Modell des Elektrons, tatsächlich Abstandsmaße abhängig sind von dem Feld und damit auch die Lichtgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Wenn also das Feld bestimmt, was ein Meter ist, wenn das Feld auch bestimmt, was ein Meter pro Sekunde ist, also eine Geschwindigkeit bestimmt, wenn das Feld damit auch die Lichtgeschwindigkeit bestimmt, was wir auch nachweisen können, dann erfolgt die Messung der Lichtgeschwindigkeit mit sich selber und dann wird eine Konstante gemessen. Also wenn Sie mathematisch gesehen eine Variable auf eine Variable beziehen, kommt etwas Konstantes raus. Und dieser Wert, 300.000 Kilometer pro Sekunde, ist davon abhängig, dass wir definiert haben, was ein Meter ist und was eine Sekunde ist. Hat also mit dem Licht überhaupt nichts zu tun. Der Messtechniker misst seine Messapparatur und misst eben nicht das Licht. Das ist der Abgesang eines jeden Messtechnikers. Das muss einem klar sein. Ja, das ist den Messtechnikern selber nicht klar. Die Vera lacht schon. Ja. Die Lichtgeschwindigkeit ist also keine Naturkonstante, sondern eine Messkonstante. Und das ist die logische Konsequenz, wenn ich dieses Modell ansetze. Wobei ich dieses Modell, dieses Wirbelmodell natürlich herleite, aber ich möchte Ihnen ja das hier in der halben Stunde nicht alles vorrechnen müssen, das dauert sonst zu lang. Nun, wenn das so ist, dann müsste man das ja messtechnisch bewiesen kriegen. Ja, das kriegt man auch bewiesen, und zwar mit der sogenannten Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Das ist nämlich ein Gesetz, das stammt von Galilei und das sagt Folgendes aus. Also bei der Eisenbahn ist es Ihnen klar, wenn die Eisenbahn mit dem gelben Pfeil unterwegs ist und Sie gehen in Fahrtrichtung mit dem roten Pfeil, dann addiert sich das Ganze, also
Und wenn Sie rückwärts gegen die Fahrtrichtung laufen, dann subtrahiert sich das. Das ist Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Aber wenn ich das Ganze für einen Stern ansetze, also einen Stern, der sich mit halber Lichtgeschwindigkeit von uns entfernt, ja, und aber Licht ausstrahlt mit Lichtgeschwindigkeit, dann müsste ja das die Differenz bei uns ankommen. Und was messen wir denn? Lichtgeschwindigkeit. Ja. Wir messen nicht die halbe Lichtgeschwindigkeit. Oder noch schlimmer, wenn er auf uns zukommt und die Geschwindigkeit ist Lichtgeschwindigkeit, müsste ich 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit messen. Was misst denn der Messtechniker? Lichtgeschwindigkeit misst er. Und wissen Sie warum? Weil das, was er misst, mit dem Stern überhaupt nichts zu tun hat. Überhaupt nichts zu tun hat. Das, was er misst seinen Messapparat. Sehen Sie, und jetzt wissen Sie auch, warum das so ist. Das ist nämlich eine Tatsache. Da sagt man, das ist die Universalität der Lichtgeschwindigkeit. Ja, das, wo kommt denn das her? Und hier muss man sich klar machen, was das bedeutet. Ein weiteres praktisches Beispiel, was für Blüten eine solche Fehlinterpretation das Ganze treibt, sind zum Beispiel die Fixsterne, die eben eine Blauverschiebung zeigen sollten. Denn wir wissen ja, dass unsere ganze Galaxie langsam kontrahiert. Wir bewegen uns ja alle mit dem Sonnensystem, mit den anderen Sternen auf ein Zentrum, nämlich auf das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße zu. Wenn wir uns alle gemeinsam auf einen Punkt zubewegen, dann kommen sich die Sterne näher. Und wenn die Sterne sich näher kommen, dann zeigt das eben eine Blauverschiebung. Das ist ja das Phänomen, dass man eben, wenn man den Messapparat selber betrachtet, nur den Messapparat misst, da kommt immer C raus. Wenn ich aber in den Himmel reingucke, dann sehe ich plötzlich, hey, da ist ja ein Einfluss beobachtbar. Und dieser Einfluss ist eben durch eine Blauverschiebung oder eine Rotverschiebung. Und diese Blauverschiebung, die wir messen müssten, die wird nicht gemessen. Ja, sowas Dummes, wieso wird die nicht gemessen? Wir wissen doch, dass die Sterne auf uns zukommen. Und wir messen keine Blauverschiebung. Ich kann sie Ihnen beantworten, weil wir ja auf ein schwarzes Loch uns zu bewegen. Und das heißt, das Feld wird immer größer, immer größer. Und die Lichtgeschwindigkeit wird immer langsamer, immer langsamer. Und wenn das Licht nämlich von den anderen Sternen zu uns immer langsamer wird, ja, länger braucht, gleichzeitig der Abstand sich verkürzt, dann ist am Ende die Zeit, die das Licht braucht, konstant und damit tritt keine Blauverschiebung auf. Und jetzt die Frage, woran liegt's? An dem Stern? Nee, an uns. Weil wir gucken nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ah, wir sehen deshalb die Blauverschiebung nicht. Wenn ich aber die Sterne, die uns näher kommen, ohne Blauverschiebung wahrnehme, wie nehme ich dann die Sterne außerhalb unserer Galaxie wahr, die keine Abstandsänderung haben, die immer noch an demselben Punkt sind, mit einer Rotverschiebung? Und woran liegt diese Rotverschiebung? Doch bestimmt nicht an den Sternen. Nein, an uns. An uns liegt es. Sehen Sie, und das ist das Wesentliche. Das heißt, wir sind schuld aufgrund unserer Beobachtung daran, dass wir eine Rotverschiebung wahrnehmen. Also mit anderen Worten, den Urknall hat es nie gegeben. Das ist ein Märchen. Das hat ja noch ganz andere Blüten getrieben. Ich gehe noch ein Stück weiter zurück. Bevor die da auf den Urknall gekommen sind, ne, hat man ja schon dieses Thema bearbeitet. Und zwar hat man sich gesagt, wenn die Lichtgeschwindigkeit einen bestimmten Wert hat, wobei es damals interessanterweise auch schon Physiker gab, die angeregt haben, möglicherweise messen wir unseren Messkasten. Also so ganz neu ist diese Idee gar nicht. Ja? Lorenz zum Beispiel, der hat gesagt, seid mal vorsichtig. Ist man hergegangen und hat gesagt, wenn die Lichtgeschwindigkeit einen bestimmten Wert hat, die Natur muss sich was dabei gedacht haben. Es muss einen physikalischen Grund geben dafür. Man sucht ihn erstmal woanders, am besten in Sternen, bloß nicht in seinem Labor. Das ist so. Viele jedenfalls, also in der Physik
gibt es halt noch viele, die im Mittelalter hängen geblieben sind, ja? Wo man eben sich selber immer in den Mittelpunkt gestellt hat und alles andere hat sich um einen rumgedreht. Nicht wahr? Und das sind noch heute, viele Physiker sind heute noch im Mittelalter. Und Kopernikus hat das zwar umgestellt und hat gesagt, nein, nein, ihr müsst das andersrum sehen. Ich werde ja auch, bin ja auch vom Spiegel hier als Kopernikus aus dem Schwarzwald bezeichnet worden. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel noch kennen, das ist schon ein paar Jahre her. Deshalb versuche ich immer gegen diese mittelalterlichen Physiker anzugehen, aber es ist mühsam. Jedenfalls ist es so, man hat dann gesagt, okay, diesen Äther, wenn es diesen Äther denn gibt, dann müssten wir eigentlich einen Ätherwind beobachten. Also wenn elektromagnetische Wellen an einen runden Äther gebunden wären, müsste man die Eigenbewegung der Erde und der Sonne als Ätherwind nachweisen müssen. Und diese Idee geht zurück auf Maxwell, weil der Maxwell hat nämlich eine Theorie, nämlich die Lichttheorie entwickelt und wollte sie beweisen. Und der Beweis ging gründlich in die Hose. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben oder gelernt haben. Er hat jedenfalls sich an Potsdam gewandt. Die hatten damals, waren da ziemlich führend, an der Sternwarte hatte man ja die Aberration der Sterne beobachtet. Bradley hat das beschrieben. Und das heißt, man hat gesagt, wenn ich in die Sterne reingucke, dann sehe ich das den Einfluss des Lichtes, nämlich als Blauverschiebung, als Rotverschiebung. Wenn also ein Doppelstern einer außen rumrast, sehe ich den einmal auf mich zukommen, einmal von mir weggehen. Das heißt also, der wechselt dauernd blau-rot, blau-rot, blau-rot und so weiter. Das hat man beobachtet, Bradley war das, und dann hat Maxwell gesagt, ja, wenn ich das sehen kann, dann habe ich ja einen Beweis, dass es sowas wie ein Äther gibt, und dann kann ich einen Ätherbeweis machen. Und dann hat man den Michelson, der da gerade ein Stipendium gemacht hat, in Potsdam angeheuert, und der hat dann dieses Interferometer gebaut, Michelson-Interferometer, und das Experiment ist eben gründlich schiefgegangen. Und es ist eines der berühmtesten Experimente, die gezeigt haben, dass dieser Ätherwind eben nicht existiert. Und daran hat man schließlich gesagt, na gut, dann müssen wir ihn halt abschaffen. Und aber damit, dass der abgeschafft wird, ja, durch Einstein, wissen Sie, hat man ja die Frage nicht beantwortet, wo denn die 300.000 Kilometer pro Sekunde herkommen. Das war ja der Grund, warum man überhaupt den Äther eingeführt hat. Sehen Sie, so kann man keine Wissenschaft betreiben. Ja. Wissenschaft arbeitet anders. Und das ist das Experiment, das sich selber misst. Klasse, ne? Mit dem man also sich selber misst. Das Experiment misst sich selber. Wenn nämlich tatsächlich, stellen Sie sich vor, wir haben diese Feldabhängigkeit, dass es würde sich die Lichtgeschwindigkeit um 10% vergrößern, dann würde sich der Lichtapparat auch 10% vergrößern. Ich meine, auch an meiner Hochschule gibt es solche Messapparate, die sich selber messen. Ja? Und die Studenten messen da jedes Semester aufs Neue C, eine Messkonstante. Wie sieht denn das eigentlich aus? Angefangen hat alles mit einer Physik, da war die Welt in Ordnung. Das ist eine rein subjektive Physik gewesen. Da haben sich die Physiker, solche wie Newton oder Maxwell, in ein Labor zurückgezogen und haben die Welt um sich herum vergessen und haben gesagt, das spielt alles keine Rolle, unsere Abstände sind so klein, dass wir ohne weiteres von Lichtgeschwindigkeit unendlich ausgehen können. Ja, weil ob das jetzt die Lichtgeschwindigkeit einen Wert hat oder 300.000 Kilometer pro Sekunde. In einem Labor spielt das keine Rolle. Das sind die Distanzen einfach zu kurz. Und dann hat man gesagt, okay, dann können wir da mit der Galilei-Transformation arbeiten. Also wenn das eine System bewegt, das andere ruhend ist, dann kann ich das wunderbar damit transformieren. Dann kam der Lorenz und hat gesagt, nachdem also immer mehr sich dann mit der Messung der Lichtgeschwindigkeit beschäftigt haben, also, und das immer genauer wurde, und der Maxwell vor allen Dingen dann auch die Lichtgeschwindigkeit berechnet hat und da einen ausgezeichneten Wert bekam, hat man dann gesagt, ja, jetzt müssen wir aber diese Galilei-Transformation diesem Phänomen unterwerfen, nämlich dass die Lichtgeschwindigkeit ja nicht unendlich ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist die Relativitätstheorie. Zunächst mal natürlich mit großer Kritik von Poincaré, der gesagt hat, hier, geht doch gar nicht. Denn wenn hier die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und das ist Meter pro Sekunde und das Meter verändert sich, dann müssten ja unsere Uhren falsch gehen. Ja. Gehen alle Uhren falsch. Kann doch nicht sein, so ein Blödsinn. Das ist was für Science Fiction, ist auch heute noch. Und
Nun, jedenfalls haben wir aufgrund dieser Geschichte schließlich uns darauf geeinigt. Da gab es natürlich heftigen Streit. Lorenz hat gesagt, die Längenkontraktion findet tatsächlich statt. Einstein hat gesagt, hat aber die Zeitdilatation abgelehnt. Einstein hat gesagt, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das wird ja nur beobachtet. In Wirklichkeit findet das ja gar nicht statt, die Zeitdilatation, die Längenkontraktion. Und dann waren sie alle wieder ruhig, haben sich wieder hingesetzt und haben gesagt, na gut, dann ist es okay, dann machen wir es halt so und betrachten das Ganze nur als ein Phänomen, das als Beobachtungsphänomen auftritt, weil das ist ja eine reine Beobachtertheorie hier, die Relativitätstheorie. Und schließlich kamen dann die Experimentatoren und haben dann nachgewiesen, dass Zeitdilatation real existiert und dass das Ganze eben doch nicht nur beobachtet wird, sondern dass es tatsächlich stattfindet. Und dann hat der Einstein sich versteckt. Hoffentlich merkt keiner den ganzen Kladderadatsch. Aber das ist ja auch nur ein Übergang. Die Relativität. Was wir brauchen, was wir suchen, ist ja eine Objektivität. Aber wenn ich eine Objektivität will, weil das ist die Voraussetzung für eine einheitliche physikalische Feldphysik oder Theorie überhaupt. Wenn ich eine Objektivität will, dann muss ich den Menschen rausnehmen. Komplett. Das ist ein Problem. Das heißt, die ist nicht mehr wahrnehmbar. Denn wir nehmen ja mit Lichtgeschwindigkeit wahr. Wie soll ich denn das dann sehen? Wenn hier sich etwas mit der Lichtgeschwindigkeit ändert, ich könnte das ja niemals detektieren, ich könnte das niemals sehen. Wenn ich da hingucke, ich sehe ja immer noch dasselbe wie vorher, weil ich das mit die Variable mit der Variablen abtaste. Das ist nun mal so. Ja. Und da gibt es aber einen, Boskovic, über den muss ich noch was sagen. Und mich gibt es da auch noch und da gibt es überhaupt noch viele andere. Wir brauchen im Grunde eine variable Transformation mit variablem C und nicht mit konstanten C. Wir können diesen Bereich allerdings dann nur noch mathematisch erfassen. Wenn wir jetzt mal die Erde im Feld der Sonne betrachten, dann sehen wir, dass auf der Tagseite, hier ist der Tag, das Feld größer ist als auf der Nachtseite. Und je größer das Feld, umso kleiner die Geschwindigkeiten, umso kleiner die Längenmaße. Längenkontraktion ist das Thema. Das heißt also, wenn die Geschwindigkeit Meter pro Sekunde hier klein ist und außen größer ist, was macht die Erde für eine Bewegung? Eine Kreisbewegung. Ja, das Außenrad ist schneller als das innere Rad, da fährt der Karren um die Kurve rum. Und das heißt, die Erde bewegt sich um die Sonne rum als Folge des Feldeinflusses der Sonne. Wissen Sie jetzt, was Gravitation ist? Anders gesagt, was Sie in der Schule lernen, ist ein Kräftegleichgewicht. Das Kräftegleichgewicht zwischen der Gravitationskraft, nämlich der Anziehung durch die Sonne, und der Fliehkraft, die nach außen wirkt. Und was habe ich jetzt hier? Weder noch. Wir haben weder eine Gravitation, noch haben wir eine Fliehkraft. Wir haben nur ein einziges, nämlich den Feldeinfluss der Sonne. Punkt. Und das heißt mit anderen Worten, wir brauchen überhaupt keine Gravitation. Wir bewegen uns um die Sonne rum aufgrund des Feldes. Und wie ich stehe hier und hebe nicht ab, und Sie übrigens auch, wegen dem Feld der Erde. Und das Feld sieht es anders aus. Das heißt, der Kraftbegriff ist ja nur eine Hilfsbeschreibung. Nicht wahr? Sie können mir folgen? Es ist ein Hilfsbegriff. Fliehkraft, Erdanziehungskraft, das Gleiche gilt dann nachher auch für Ladung, sind reine Hilfsbeschreibungen, um damit den Feldeinfluss zu beschreiben. Das tut manchem Newton, ausgebildeten Newton-Freund weh. Aber das tut mir überhaupt nicht weh, weil ich meine, wieso sollen wir nicht mit Hilfsbeschreibungen arbeiten? Newton macht das sehr erfolgreich. Ich liebe diese Theorie, diese Newton'sche Mechanik. Die ist ja auch nicht falsch, überhaupt nicht. Sie ist ja nicht einmal unschädlich falsch. Sie ist durchaus verwendbar, nicht wahr? Aber die Erklärung, die dahinter steht, die kann sehr falsch sein.
Und mit der newtonschen Mechanik kann man das Dreikörpersystem nicht mehr lösen, aber mit meiner Theorie geht das. Deshalb sieht man, dass auch eine bessere Theorie tatsächlich mehr kann als eine schlechte. Das hat ein Student von mir ausgerechnet. Dreikörpersystem, wenn ich mehrere Körper im Himmel habe, 3 oder 4 oder 5, ist mit der newtonschen Mechanik ja nicht mehr zu erklären, nicht mehr zu berechnen. Das hängt eben damit zusammen, dass das eben alles nur Hilfsbeschreibungen sind. So, und diese Idee ist auch nicht neu. Immer wenn man eine neue Idee hat, guckt man mal nach und stellt fest, ups, 1755, da war schon einer. Und zwar ein Jesuitenpater aus Dubrovnik, aus Dalmatien. Und der war sehr gut, ja, der ist daraufhin berufen worden nach Rom und war dort Professor und hat heimlich ein Buch geschrieben über das Spatio et Tempo, also über Raum und Zeit und wie wir diese beobachten. Und dieses Buch, das ja einen Titel hat, das könnte moderner nicht sein, könnte von Einstein stammen, nicht wahr, über Raum und Zeit und wie wir sie beobachten. Aber das Wesentliche ist, wie wir sie beobachten. Und er schreibt in diesem Buch, das ist übrigens die Grundlage der heutigen Feldphysik ist, also Faraday beruft sich immer auf Boskovic. Boskovic ist sicherlich der wichtigste kroatische Forscher. Er sagt, dadurch, dass die Erde sich dreht, atmet die Erde. Das heißt, sie unterliegt einer Größenschwankung. Und er schreibt weiter, da wir von dem gleichen Stoff sind wie die Erde, unterliegen wir der gleichen Schwankung und sind wir nicht in der Lage, dieses Atmen wahrzunehmen. Das ist genau das, was ich sage. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, den Einfluss des Feldes wahrzunehmen, weil ich ja selber dem Feld unterliege. Er ist, wie gesagt, der Begründer der modernen Feldtheorie und hat diese Feldlinien das erste Mal auch verwendet. Er ist natürlich, nachdem er das Buch veröffentlicht hat, dann von der Kirche gejagt worden. Das ist aber ganz normal in der Zeit gewesen. Damals hätten sie mich sicherlich auch auf dem Scheiterhaufen verenden lassen. So, wenn ich jetzt einen Lichtstrahl nehme, der von in einem bestimmten Abstand nach einer bestimmten Zeit eben mit Lichtgeschwindigkeit sich ausbreitet, dann wahrgenommen wird und gemessen wird, dann kann ich eine Änderung davon rein mathematisch durch das totale Differential ausbilden, das ich hier bilde, also das c mal dt plus t mal dc. Und da gibt es zwei Fälle. Nämlich den ersten Fall, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, also dass die Änderung dc 0 ist und da bleibt dieser linke Term hier übrig und das führt zur Relativitätstheorie, nämlich dazu, dass bei konstanter Lichtgeschwindigkeit aus einer Längenänderung eine Zeitänderung folgt. Das ist eine logische Konsequenz und das heißt, die Uhren gehen falsch. Das mag man mögen oder auch nicht. Für die Science-Fiction-Autoren ist das natürlich immer schon immer ein gefundenes Fressen gewesen. Klar, da stellt man sich in eine Telefonzelle, drückt auf den Knopf und landet in der Vergangenheit. Versuchen Sie es mal zu realisieren, ob sowas denkbar ist und vorstellbar ist. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, mir nicht. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Die Zeit ist konstant, was ja sehr viel Sinn macht, weil ich definiere ja, was eine Gleichzeitigkeit ist. Verstehen Sie? Das ist ja nicht willkürlich. Ich habe ja festgelegt, was die Zeit ist und deshalb macht das sehr viel Sinn. Wenn aber das dt gleich 0 ist und dr gleich t mal dc übrig bleibt, also wenn sozusagen eine Längenänderung, Änderung der Lichtgeschwindigkeit zur Folge hat, was ja wiederum deckungsgleich ist mit dem Modell des Elektrons und der Elementarteilchen, dann komme ich zu einer Theorie, die ich als Objektivitätstheorie bezeichne. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit ist jetzt variabel und abhängig vom Metermaß, allerdings bei absoluter Zeit. Und das ist allerdings ein Modellbereich, der sich mir nur mathematisch, also durch Berechnung erschließt, während dieser Bereich eben messbar ist und beobachtbar ist. Und die mathematische Vorgehensweise sieht so aus, also jedenfalls berechne ich das so. Ich sage, in diesem Bereich, diesem Modellbereich, da sind mir die Hände gebunden, da kann ich nichts beobachten, da kann ich gar nichts. Ich kann nur mathematisch
diesen Bereich erschließen, indem ich eben einen Ansatz im Bereich der Relativitätstheorie, also der Beobachtung, wähle, nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die ich mir ermittelt habe und erarbeitet habe, transformiere in diesem Bereich, dort rechne ich das aus und transformiere nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten wieder zurück und bekomme ein Ergebnis, das ich jetzt mit dem Ansatz vergleichen kann. Und siehe da, ich kann auf diesem Wege, der ja meinetwegen als Umweg bezeichnet werden kann, als notwendiger Umweg, weil der direkte Weg halt nicht möglich ist, kann ich plötzlich Dinge herleiten, die ich bisher überhaupt nicht herleiten konnte. Zum Beispiel Energieerhaltungssatz und viele physikalische Gesetzmäßigkeiten, die fallen einem in den Schoß, meine Damen und Herren, ohne dass sie da irgendwas dazu tun müssen. Das ist einfach ein Geschenk. Kaum machen sie es richtig, schon passiert es und funktioniert es und passt es. Zum Beispiel die Quanteneigenschaften der Elementarteilchen. Wie ich das berechne, das ist, kann man in meinen Büchern nachlesen, das ist eigentlich nichts Aufregendes. Und Sie sehen hier, das sind die gemessenen Werte, braun, und meine von mir berechneten Werte, das kann ja nicht einmal die Quantenphysik, die Teilchen, berechnen. Die gehen ja her und haben nur eine Tabelle, wo sie das systematisieren, ja, eben die Eigenschaften der Quanten, die werden da im Standardmodell, genau, werden die sozusagen da zusammengefasst und dann werden irgendwelche Erklärungen abgegeben, warum das Standardmodell jetzt so sein soll und nicht anders. Das ist alles Willkür, da ist keine Physik dahinter, überhaupt nichts. Und Sie sehen, die lassen sich als Feldwirbel alle erklären. Der Hintergrund ist der, die Quantenphysik hat die Teilchen postuliert, die Quanten. Wenn ich etwas postuliert habe, kann ich es niemals herleiten. Die Frage, wo die Quanten herkommen, können Sie nicht beantworten, wenn Sie die Quanten vorher postuliert haben und sämtliche Eigenschaften. Und deshalb muss man einen anderen Weg wählen und ich gehe eben über die Feldphysik und leite die Teilchen eben als Feldwirbel her und siehe da, es kommt genau richtig heraus. Ja, das heißt also, mit dieser Theorie können wir einiges machen, dass können Sie aber alles in meinen Büchern nachlesen, was da alles möglich ist. Damit möchte ich für heute schließen und Sie einladen zu meinem Seminar, wo ich das Ganze ein bisschen vertiefen kann, Skalarwellen in Energiemedizin und Energietechnik, ein Service der DGAIM, das wir machen werden. Ich werde es also am 17. und 18.07. diesen Jahres werde ich ein Seminar in Heidelberg anbieten, für alle, die da etwas mehr wissen wollen als in dieser halben Stunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.